Nach der 2:0-Klatsche im Klassiker machte Max Eberl sich mächtig Luft. Er macht eine echte Ansage an alle Spieler des FC Bayern Münchens und das hat sich so richtig nach Ausverkauf im Sommer angehört. Zudem sprach er auch über Julian Nagelsmann und da gibt es jetzt auch neue Informationen von einer Zusage über Kontakt, über mehrfache Gespräche und so weiter und so fort. Und wir gehen auch nochmal rüber zu Bayer Leverkusen. Die konnten ja gestern wieder knapp mit 2:1 gewinnen. Florian Wirtz, er wird wohl aller Voraussicht nach da bleiben, beziehungsweise ist eine Entscheidung jetzt wohl zu 100% gefällt worden. Das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Nur ca. 20% meiner Zuschauer mich abonniert, deswegen gerne ein Abo dalassen. Und damit gehen wir rein ins erste Thema. Es war das Spiel, was uns gestern alle wahrscheinlich bewegt hat. 2:0 gewann Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Sie konnten einen ewig langen Bayern-Fluch brechen. Meine Analyse dazu, die ist leider ausgefallen. Aus gesundheitlichen Gründen war ich gestern Abend nicht in der Lage dazu. Keine Angst, es ging nicht um Alkohol, es war wirklich was Gesundheitliches. Aber jetzt gibt es wieder die neuesten News natürlich dazu auch. Und Max Eberl, der hat sich gestern nach dieser Pleite geäußert und er hat eine richtige Ansage in Richtung der Mannschaft gemacht. Er sagte, es war zu wenig Energie, zu wenig Lust, zu wenig Energie. Man wollte dieses Spiel nicht gewinnen. Es war kein Wille auf dem Platz. Man hat keinen Willen gezeigt. Die Mannschaft hat die Qualität, so ein Spiel locker easy zu gewinnen. Das sagte Max Eberl nochmal. Aber sie haben es heute nicht auf dem Platz gezeigt. Und dann macht er auch eine echte Ansage an die Mannschaft. Jeder Spieler sollte sich hinterfragen, für in welchem Trikot er ausläuft. Wir sind der FC Bayern München und den sollte man auch so vertreten. Nachdem Thomas Tuchel, aber auch Max Eberl selbst die Meisterschaft quasi schon abgehakt haben, ja, es sind eben nur noch 7 Spiele und 13 Punkte Unterschied, das ist eigentlich nicht mehr einholbar. Die Bayern müssten alles gewinnen und Leverkusen müsste, glaube ich, 4 Spiele verlieren von 7 Spielen. Eine Mannschaft, die noch kein einziges Spiel in dieser Saison verloren hat. Aber jetzt geht wohl tatsächlich der volle Fokus der Bayern komplett auf die Champions League. Das hat er auch so ein bisschen angedeutet. Max Eberl sagte, ja, es geht komplett in diese Richtung. Man muss jetzt gegen Arsenal zeigen, dass man wirklich hier noch vielleicht was hat. Vielleicht kann man hier noch irgendwie ins Halbfinale, ins Finale der Champions League kommen. Dann wäre die Saison trotzdem irgendwie noch ein Teilerfolg. Aber in der Bundesliga, da rechnet man sich gar keine Chancen mehr auf. Ich kann mir auch gut vorstellen, nach dieser Ansage auch von Thomas Tuchel, der hat nämlich schon Leverkusen gratuliert, dass man jetzt auch in der Bundesliga mächtig rotieren wird, den Spielern die Pausen gönnen wird, dass der komplette Fokus wirklich auf der Champions League liegen wird. Natürlich hat Max Eberl auch über das Trainerthema gesprochen. Er wurde auf Ralf Rangnick angesprochen und das konnte er ganz klar dementieren. Er hat gesagt, naja, da ist gar nichts dran, da ist genauso wenig dran, dass wir mit Antonio Conte verhandeln und er uns schon irgendwelche Spielerlisten schickt. Also Antonio Conte auch kein Thema bei den Münchnern. Ein Name, den wollte er aber nicht so richtig kommentieren und das ist auch schon das nächste Thema, nämlich Julian Nagelsmann. Max Eberl, er sprach so ein bisschen, ja ich sag mal in Hieroglyphen, er hat sich hier nicht so richtig in die Karten reinschauen lassen. Plötzlich hat er erstmal die ganzen Namen hier verneint und dann ging es auf einmal um Nagelsmann und dann sagte er, ich werde jetzt hier keine Namen diskutieren. Dass Xabi Alonso ja nicht kommen wird, das hat er auch schon gesagt, naja natürlich war man da dran. Aber man hat sich schon lange wieder mit anderen Namen beschäftigt. Das Thema Nagelsmann, da wollte er nicht so richtig dran und das ist schon ein ganz, ganz klares Zeichen. Das passt auch zu den Berichten der Bild und unter anderem Sky. Julian Nagelsmann und die Bayern, sie sind jetzt schon seit längerem in intensiven Verhandlungen. Das Management und die Bayern-Bosse, sie sind im ständigen Austausch. Und jetzt gibt es auch etwas Positives zu vermelden. Julian Nagelsmann, er soll offen sein, er soll seine Zusage gegeben haben. Grundsätzlich ist er bereit für eine Rückkehr zum FC Bayern München. Das ist schon mal ein echter Hammer, das muss man ganz klar so sagen. Denn Julian Nagelsmann und die Bayern, das war eine Beziehung, die wurde letztes Jahr abrupt beendet. Er sollte eigentlich eine Ära prägen. 6-Jahres-Vertrag damals bekommen, teuerster Trainer der Welt von Leipzig abgekauft. Und dann wurde er, wo man auch in allen 3 Pokalwettbewerben drin waren, im Endeffekt rausgeworfen. Man hat natürlich auch relativ viele Punkte, meine ich, damals auf Dortmund liegen lassen. Da war es nur ein bisschen wackelig, aber Thomas Tuchel hat letztendlich dafür gesorgt, dass man gerade so noch die Meisterschaft geholt hat, aber auch nur natürlich dann dafür im DFB-Pokal und in der Champions League sang- und klanglos untergegangen ist. Also man hat mittlerweile auch bei den Bayern-Bossen eingesehen, es war ein Fehler, Tuchel so abrupt zu holen. Man hat sich viel mehr von dieser Verpflichtung versprochen und jetzt könnte es quasi diese Fehlerkorrektur geben. Für Nagelsmann natürlich ganz klar, es sind neue Bosse da, Salihamidžić, Kahn, die ihn entlassen haben, alle nicht mehr da. Mit Dresen, mit Freund, mit Eberl haben wir eine komplett neue sportliche Leitung. Nur noch Herbert Hainer ist im Endeffekt der gleiche geblieben und der hat jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, ja, da gab es keine Kommunikation zwischen Salihamidžić, Kahn und ihm. Dasselbe hat auch Uli Hoeneß gesagt und
Genau deswegen gibt es jetzt immer lautere Stimmen, die Nagelsmann quasi beim FC Bayern München zurückfordern. Gerade auch natürlich, weil er hier viel Lob bekommen hat für das, was er bei der Nationalmannschaft gemacht hat. Das hat auch Eberl gesagt, ja, der hat Entscheidungen getroffen, der hat aussortiert, der hat jetzt auch das Leistungsprinzip eingeführt und das hat jetzt im Endeffekt zum Erfolg geführt und das hat man natürlich auch bei den Bayern wahrgenommen. Also es sieht hier wirklich ziemlich gut aus bei Nagelsmann, denn mittlerweile ist wohl auch Zinedine Zidane und Ribéry, das Thema ist mittlerweile auch nicht mehr da. Und dementsprechend sieht es hier wirklich so aus, dass Nagelsmann vielleicht die einzige richtige Alternative ist, die dem FC Bayern München noch so bleibt. Natürlich gibt es auch noch andere Namen, wie gesagt, Conte, da wurde jetzt zwar so ein kleines Nein gegeben, da gibt es aber immer noch eine Hintertür, die offen ist. Und auch Roberto De Zerbi ist immer noch ein Ganzheitsthema in München. Aber ich sage euch ehrlich, für mich wäre eine Nagelsmann-Rückkehr schon die deutlich bessere Alternative als ein Roberto De Zerbi. Nagelsmann hat einfach mehr Erfahrung auf internationalem Top-Niveau. De Zerbi kann Premier League, der kann schön Fußball spielen, da gebe ich euch bei allem recht. Aber er kennt natürlich auch jetzt weder die Bundesliga, noch spricht er Deutsch, noch ist hier der große Vorteil da, dass er schon mal Champions League und so weiter gecoacht hat. Er spielt ja eigentlich immer mit Brighton of Albion als Mannschaft, die Ambitionen für das Tabellenmittelfeld in der Premier League hat. Von daher würde für mich Nagelsmann besser passen. Aber wird Nagelsmann dann auch einen Top-Spieler bekommen? Wird Nagelsmann vielleicht Florian Wirtz im Sommer nach München zu bekommen? Da ist jetzt die Entscheidung gefallen und das ist ein hundertprozentiges Nein für die Bayern, ein hundertprozentiges Ja für Bayer Leverkusen. Spätestens nach dem Verbleib von Xabi Alonso ist jetzt wohl die Entscheidung bei Florian Wirtz endgültig gefallen. Er wird bei Bayer 04 Leverkusen bleiben. Das hat jetzt Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Caro, gesagt. Demnach ist es so, dass die Entscheidung zu 100% fix ist. Er wird in der kommenden Saison definitiv bei Leverkusen bleiben. Das hat er auch schon seinem Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz gesagt. Er weiß halt eben, was er in Leverkusen hat. Man spielt nächstes Jahr Champions League. Der Trainer bleibt, das ist jetzt auch fix, ein Trainer, der ihn extrem weiterentwickelt hat, der ihm extrem vertraut, wo er einen Stammplatz hat. Und man versucht jetzt natürlich, die weiten Teile der Mannschaft zusammenzuhalten. Sei es ein Grimaldo, der wahrscheinlich jetzt auch bleiben wird mit Alonso. Das hat er schon angekündigt, der wird bei dem Trainer bleiben wollen. Vielleicht kann man Frimpong irgendwie halten, vielleicht kann man Jonathan Tah halten. Boniface im Sturm, der spielt aktuell eh nicht so eine große Rolle. Vielleicht kann man sich da dann nochmal mit Maxi Bayer oder sonst wem verstärken. Also man will nächstes Jahr auf jeden Fall die Mannschaft, wie sie jetzt ist, mindestens mal auf demselben Niveau wieder an den Start bringen, vielleicht sogar noch verbessern. Weil man jetzt natürlich mit deutlich mehr Einnahmen durch die Champions League, durch möglicherweise jetzt weitere Pokalgewinne rechnen kann. Das sieht schon mal alles ziemlich gut bei Bayer Leverkusen aus. Wie es natürlich dann im nächsten Jahr weitergeht, ob Florian Wirtz dann noch ein Jahr bleiben wird. Das ist jetzt erstmal in den Sternen. Gerade bei Xabi Alonso sieht es ja so aus. Jetzt noch ein Jahr Leverkusen, vielleicht danach Real Madrid. Und es ist dann auch klar, Florian Wirtz würde wohl gerne bei Alonso bleiben. Doppeltransfer zu Real Madrid, das wäre natürlich schon ein echter Hammer. Das ist aber Zukunftsmusik, damit werden wir uns dann im nächsten Jahr beschäftigen. Und jetzt wissen wir erstmal, Alonso bleibt, Wirtz bleibt. Und dieses Jahr wird die Werkself immer noch eine Top-Mannschaft an den Start bringen. Zum Abschluss des Videos gehen wir noch einmal rüber zu Borussia Dortmund. Da hat Mats Hummels gestern ein Jahrhundertspiel gemacht. Also wirklich extrem krass. Die Highlights nur von Hummels sich angeguckt. Weltklasse. Wenn man so einen Hummels hat, den musst du eigentlich mit zur EM nehmen. Vielleicht hat auch Nagelsmann jetzt nochmal umgedacht. Wer weiß, ich bin sehr gespannt. Und da gab es ja auch immer in den letzten Wochen, ja, Mats Hummels, der denkt wohl an ein Karriereende. Das ist wohl die wahrscheinlichste aller Lösungen. Und jetzt gibt es nochmal so eine kleine Hiobsbotschaft für die BVB-Fans oder ein kleiner Lichtblick. Es ist noch nichts entschieden. Auch wenn Hummels über ein Karriereende nachdenkt, in der aktuellen Form, wie er wohl ist, ist man natürlich auch eine weitere Vertragsverlängerung eine Option. Und das soll jetzt auch bei den BVB-Bossen so angekommen sein. Sie haben das gestern gesehen. Edin Terzic hat sich auch extrem positiv zu Hummels geäußert. Und da sieht es jetzt aktuell wohl so aus, dass man ihm bald ein neues Vertragsangebot machen möchte. Ich bin sehr gespannt. Und was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das waren die News von heute. Etwas kürzer, etwas mehr News. Aber dafür hoffe ich so ganz angenehm für euch. Ich bin auch etwas angeschlagen. Aber wie gesagt, morgen geht es dann ganz normal hier weiter. Schaut auch gerne auf dem Zweitkanal Juda Insight vorbei für noch mehr News. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.